Herzlich willkommen hier bei Peru Parker spielt Civilization 6, der zweite Teil, die zweite Folge hier auf dem YouTube-Kanal von Writing Bull. Hier spricht nicht Writing Bull, das habt ihr natürlich längst erkannt, sondern eben Peru Parker, und hier ist die Fortsetzung von meinem Let's Play mit den Azteken. In der letzten Folge haben wir schon mal so ein paar leichte, einfachere Schlachten mit den Barbaren in der Umgebung gehabt und auch schon mal ein bisschen die Umgebung erkundet, einige Technologien erforscht und auch schon neue Ausrichtungen eingeführt. Jetzt geht es hier weiter mit der zweiten Folge. Viel Spaß wünsche ich euch. So, weiter geht's hier in der zweiten Folge von Peru Parker spielt Civilization 6. Genau an diesem Punkt haben wir die letzte Folge beendet, hier mit der Entdeckung des Barbarenlagers im Norden unseres Reiches, das bisher nur aus einer Stadt besteht, klein aber fein, und es ist Zeit, nochmal eine neue Ausrichtung zu wählen, hier die das Staatsdienertum oder der Außenhandel, für den wir uns jetzt letztlich entscheiden, weil wir da schon, ihr seht, darunter steht, entdeckt einen zweiten Kontinent, da haben wir den Heureka-Bonus schon dafür erfüllt, so, und meine Soldaten wehren sich hier gegen die Barbaren. Schaut mal, der Schleuderschütze, der hat da irgendwie halbtot überlegt. Die Schrift haben wir erforscht. Und der Schleuderschütze hat sich eine Beförderung verdient. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Erstmal gibt es eine neue Forschung. Die Bewässerung wäre eine Option. Astrologie hatten wir bisher verschmäht, weil wir eigentlich gesagt haben, Religion brauchen wir nicht. Aber viele Barbaren in der Nähe, deswegen ist das Bogenschützen, das Bogenschießen keine schlechte Idee. So, dieser Schleuderschütze hier, der ist so gut wie tot. Deswegen ist es wohl eine ganz gute Idee, den erst einmal in die Stadt zurückzuziehen und dort heilen zu lassen. Wir lassen ihn hier heilen, auch eine gute Idee. Und auch der Adlerkrieger darf dasselbe tun. Ne? Dieser Bautrupp hier, der sollte vielleicht mal eine Modernisierung errichten. Das wird er sicherlich in der nächsten Runde tun. Und hier wird nochmal so ein bisschen die Umgebung hier bei den englischen Gebirgen hier erforscht. Das ist eine Sache, die mir beim Spielen aufgefallen ist. Man klickt, ihr merkt es jetzt gerade, ich bin hier etwas irritiert, man klickt nämlich auf nächste Runde und wartet auf irgendwas. Und dann kommt nochmal dieses, eine Einheit benötigt Befehle, ohne dass die Kamera direkt dorthin springt. Und Victoria guckt ein bisschen böse, sie mag uns nicht, sagt sie uns gerade. Wir haben Präsenz auf einem Kontinent, auf dem sie gerne siedeln möchte. Das passt ihr nicht. Seht ihr hier, ganz unten in Klammern steht es. Das ist ja ihre Agenda, ist, denn sie möchte auf jedem Kontinent eine Stadt stehen haben. Ihr seht hier, Gerüchten zufolge betet England zu einem Pantheon, das auf dem Glauben Monument für die Götter basiert. Also die Benachrichtigungen etwas klarer. Ein Heureka-Bonus, weil wir einen Steinbruch gebaut haben. Auf die Steinmetzkunst gibt es hier. Den Speer, den lassen wir ja nochmal so ein bisschen die Umgebung erkunden. Die roten Felder warnen uns, dass wir dort direkt in der Angriffsnähe von den Barbaren sind. Hier hinter diesem Wald sind wir vor den Barbaren allerdings sicher. So, der Außenhandel ist fertig geworden. Die Ausrichtung. Da ist er. Können jetzt einen Händler erstellen. Händler sind jetzt ja hier auch die wesentlichen Einheiten in der frühen Phase des Spiels, die für den Straßenbau zuständig sind. Und erstmal können wir wieder unsere Politik ein bisschen anpassen. Ihr seht, dass wir hier
vier Karten, also vier Bereiche haben: militärische Politik, wirtschaftliche Politik, diplomatische Politik und Jokerpolitik. Oben kommt eine rote rein, darunter eine gelbe, darunter eine grüne Karte. In der jetzigen Regierungsform können wir allerdings jeweils nur eine rote und eine gelbe platzieren. Das ist später dann mit der frühzeitlichen Philosophie dann eine Möglichkeit, eine tollere oder eine komplexere Regierungsform dann auszuwählen. Wir gucken mal eben in den Ausrichtungszweig einmal herein. Ihr seht hier da die politische Philosophie auf der rechten Seite. Da gibt es dann drei Regierungsformen dann, aus denen man dann wählen kann, die dann etwas komplexer sind und denen man dann auch schon bis zu vier Politikenkarten dann entsprechend platzieren kann. Also doppelt so viele wie dann bisher. Aber bis dorthin brauchen wir erstmal das frühe Reich hier als Ausrichtung. Und dann geht's mal eine Runde weiter. May the forces of evil become confused while your arrow is on its way to the target. Das Bogenschießen ist fertig geworden. Dann wählen wir mal eine neue Forschung aus. Die Steinmetzkunst bietet sich vielleicht an, denn da haben wir den Heureka-Bonus schon fertiggestellt. Nämlich einen Steinbruch zu bauen. Mal schauen, was könnten wir denn so gebrauchen. Da haben wir eine Oase, Wüstenhügel. Die Überlegung ist hier nämlich, können wir vielleicht die Pyramiden bauen, das Weltwunder. Wir nehmen jetzt erstmal die Steinmetzkunst mit. Natürlich müssen wir erstmal schauen, können wir die Pyramiden... Die Pyramiden müssen ja auf einem Wüstenfeld stehen, aber können sie auf einem Wüstenhügel stehen oder gar auf einer Oase? Das müssen wir uns mal anschauen. Ein bisschen herumprobieren an dieser Stelle. Ein Campus wäre auch eine Option. Was bauen wir in Tenochtitlan? Wir bauen da jetzt mal das Encampment. Das ist dann auch der Ort, an dem dann neu gebaute Militäreinheiten dann platziert werden, erscheinen werden. So, dann haben wir den Japaner getroffen. Hojo Tokimune haben wir hier getroffen. Auch ihn begrüßen wir natürlich erstmal ganz freundlich. Wenn euch hier auffällt, dass die Vertonung dessen, was die KI-Stimmen hier von sich geben, nicht so ganz synchron zum Bild ist, das ist eher eine Sache der Aufnahme hier. Also im Spiel selber hat das auf jeden Fall gepasst. Da braucht ihr auch keine Gedanken zu machen. Da sehen wir auch Kyoto direkt. Hier auf dem Pergamentpapier. Grafisch ganz schön dargestellt. Ein Bonusdorf haben wir dort entdeckt. Mal schauen, was wir darin finden werden in der nächsten Runde. Ein Bevölkerungspunkt hat es gegeben hier für unsere Hauptstadt, für Tenochtitlan. Ein japanischer Siedler. Hier erkunden wir die Gegend noch ein bisschen weiter. Und da gibt es einen Kontakt mit einem Stadtstaat. Da bekommen wir auch gleich eine Quest. Hier von Genf eine Handelsroute sollen wir erstellen. Und schon wieder die Meldung, dass in Tenochtitlan die Amenities nicht ausreichen. Hier die Beförderung, die hatten wir vorhin vergessen. Garnison plus 10 Kampfbonus beim Besetzen eines Bezirks oder plus 5 Fernangriff durch die Salve, das nehmen wir mal. Hier natürlich kurz die Überlegung, die Versuchung ist ja schon da, diesen Siedler vielleicht, ja, sagen wir mal, ich sag jetzt mal freundlich, zu bekehren.
Wir entscheiden uns erstmal dagegen. Gucken wir uns mal die Stadt-Stadt-Quest oder den Stadtstaat einmal ein bisschen genauer an. Wenn wir hier Suzeränen werden, dann bekommen unsere Städte 15% Wissenschaft, wenn wir uns nicht in Krieg mit einer anderen mit einer anderen Zivilisation befinden. Ja, dann ein Blick einmal in die Punkteliste. Da stehen wir gar nicht mal so schlecht da. Etwa so im Mittelfeld. Schön, dass es hier ein bisschen genauer aufgedröselt ist, wofür es die Punkte genau im Einzelnen gibt. Ja, gucken wir hier nochmal, was wir hier an den Amenities machen können. Gucken wir mal rein. Zwei Annehmlichkeiten werden benötigt. Wir liefern nur eine, nämlich nur eine durch eine Luxusressource. Es gibt viele Möglichkeiten, hier Amenities hinzuzufügen und zu bekommen. Aber momentan ein bisschen unklar. Aber hier sehen wir jetzt gerade eine Karawane, die hier aus Manchester kommt. Manchester ist irgendwie plötzlich da, hier die englische Stadt. Und wir sehen, dass die Karawane hier eine Straße hinter sich herzieht. Zwischen Manchester und Tenochtitlan ist jetzt plötzlich eine Straßenverbindung, die hier durch die Karawane entstanden ist. Zumindest im frühen Spiel werden Straßen jetzt nicht mehr von Bauarbeitern oder von Handwerkern gebaut, sondern eben sie erscheinen auf den Wegen, auf denen sich Handelskarawanen fortbewegen. So, der Speer darf noch einen dritten Schritt laufen. Carving a stone, erecting a column, or cutting a piece of stained glass in the construction of something much bigger than ourselves. Da ist die Steinmetzkunst fertig geworden. Eine weitere Technologie. Jetzt also die Möglichkeit, Pyramiden zu errichten, aber ihr seht, die sind ausgegraut, die sind ein bisschen dunkel. Das Oasenfeld hier ist zwar eine Wüste, aber da kann die Pyramide nicht drauf gebaut werden. Die muss eben auf einer Wüste stehen. Dann lass uns doch mal schauen, ob wir da diesen Wüstenhügel kaufen können. Wo ist denn noch gleich die Schaltfläche zum Kaufen von Geländefeldern? Etwas versteckt. Ich finde sie aber. Da ist sie. Dann kaufen wir das mal und versuchen jetzt noch einmal. Pyramiden zu bauen, aber es klappt immer noch nicht. Also es darf auch kein Hügel sein, es muss schon Wüstenflachland sein. Das Feld links daneben bietet sich an, dann nehmen wir das halt auch noch mit. Gold dafür haben wir ja genug. Und wählen jetzt die Pyramiden aus. Jetzt können wir sie auch auswählen. Noch sieht man nicht viel, aber dort sollen Pyramiden entstehen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Eine neue Forschung ist noch fällig. Die Währung wäre hier eine Möglichkeit. Lass uns mal in den Technologiebaum einmal reinschauen. Das Rad bietet sich durchaus auch an. Oder aber die Bewässerung, die wird eigentlich auch mal Zeit. Da gibt es auch nochmal ein Weltwunder, nämlich die hängenden Gärten. Verlockend, nehmen wir. Also auf jeden Fall erstmal gewöhnungsbedürftig, dass man zum Betreten eines Waldes wirklich volle Bewegungspunkte oder mindestens zwei Bewegungspunkte eben braucht, weil ansonsten eben die Runde schon vorher beendet wird. Das ist man aus Civilization 5 so nicht gewohnt. So, und wir haben einen weiteren Stadtschaden entdeckt und bekommen dafür wieder einen Heureka-Bonus, nämlich für die Philosophie, für die frühe Philosophie. Das ist ganz toll, weil wir da nachher ein bisschen schneller an eine fortschrittlichere Regierungsform kommen. Look back over the past, with its changing empires that rose and fell. You can foresee the future too.
Die Ausrichtung frühes Reich ist fertig geworden. Dann gibt es wieder zwei Karten, Landvermessung und Kolonisierung. Zwei gelbe Karten, die wir also entsprechend in den zweiten Slot unserer Regierung einsetzen können. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Wir gucken jetzt nochmal kurz rein. Die Regierung können wir dort wählen und hier können wir die einzelnen Politikkarten ersetzen. Also rote oben, gelbe in den zweiten Slot und bei diplomatischer Politik dann grüne, da haben wir noch gar keine. Und bei Joker-Politik dann sogenannte Wildcards. Da könnten wir jetzt hier theoretisch die Strategos hier einsetzen, aber wir haben dort noch gar keine passenden Slots. Dafür brauchen wir also eine andere Regierung. So, die Disziplin würde hier plus 5 Kampfstärke geben. Und das nehmen wir auch mal. Nur beim Kampf gegen Barbaren, aber davon haben wir ja durchaus schon ein paar gesehen. Gucken wir uns die Ausrichtung nochmal an. Politische Philosophie steht jetzt noch nicht zur Verfügung. Da wird also das Staatsdienertum vorher noch benötigt. Wenn wir einen Bezirk bauen würden, gibt es dafür wiederum auf das Staatsdienertum einen Heureka-Bonus. Jetzt haben wir gerade den Bezirk verworfen, den wir bei Tenochtitlan haben bauen wollen, um die Pyramiden zu bauen. Mystik hier eher wieder für Reiche mit Glauben, mit Religion. Das haben wir bisher ja ein bisschen verschmäht. Daher wohl nicht die spannendste Ausrichtung, aber vielleicht das Staatsdienertum. Das sollte es wohl werden. Es ist natürlich trotzdem die Frage, ob wir da nicht, insbesondere hier habt ihr auch gesehen, plus 15% Bonus auf frühe Wunder ist hier eine gelbe Karte, die man hier wählen kann. Versuchen hier mal zur Liste hinzuzufügen, um hier vielleicht den Distrikt vor die Pyramiden zu schieben. Aber ihr seht, die Funktion funktioniert noch nicht. An dieser Stelle dann auch nochmal der Hinweis, dass alles, was ihr hier seht, das ist ja eine frühe Entwicklungsversion. Ne? Also diese Funktion hier zur Liste hinzufügen, das ist einfach noch nicht implementiert. Das gilt auch für andere Dinge, die ihr hier seht. Also gerade wenn es um einzelne Funktionen, um einzelne Zahlen insbesondere geht, nagelt bitte die Entwickler hier nicht darauf fest. Möglicherweise wird sich da bis zum Release noch etwas verändern. So, hier ein weiterer Stadtstaat, den wir gerade entdeckt haben, Kabul. Auch hier wieder natürlich mit einem suzeränen Bonus. Einheiten erhalten doppelte Erfahrung durch Kämpfe, die sie begonnen haben. Seht ihr unten bei dem, bei diesem Sternsymbol im untersten Absatz des Fensters. Ein Überblick über alle Stadtstaaten, die wir getroffen haben, haben wir da gerade gesehen. Und wir sollen einen Speerkämpfer ausbilden, das ist eine Quest von Kabul. Wenn wir Quests erfüllen, bekommen wir Gesandte, mit denen wir wiederum unseren Einfluss sozusagen steigern können. Da merkt ihr, die alten C5-Gewohnheiten, Einfluss in dem Sinne gibt es nicht mehr, sondern man platziert eben Gesandte. Und wo soll dieser Schleuderschütze sich hinbewegen? So, und hier mal ein Blick auf das Diplomatiefenster hier mit den Japanern. Sie bieten uns ein Luxusgut an und sie wollen von uns ein Luxusgut. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wir können diese Vereinbarung annehmen. Das werden wir uns später nochmal ein bisschen genauer anschauen. Auch hier nochmal ein Angebot von Victoria. Sie möchte offene Grenzen für Gold. Das lehnen wir mal ab. Sie war vorhin schon so frech zu uns. Die gute Victoria. Mit der wollen wir nicht handeln. So, wir hören Schlachthorn. Was ist passiert? Dort ist ein Barbar aufgetaucht. Bei Tenochtitlan ein Speer, der nach Möglichkeit nicht heil wieder nach Hause zurückkehrt, um dort Bescheid zu sagen, dass es unsere Stadt gibt. Also ziehen wir unseren Adlerkrieger dort mal hin und auch hier diesen Schleuderschützen, um diesem Speer den Garaus zu machen, bevor er wieder zurückkehren kann. Diesen Speer, den bewegen wir hier
durch den Regenwald, um ein bisschen weiter den Norden zu erkunden. Da ist ein Bezirk erstellt worden, nein, ein Bauernhof. So, und dieser Adlerkrieger, der soll ja den Barbaren erledigen, aber wo ist der eigentlich hin? Hier war doch vorhin noch dieser barbarische Speer. Wo ist er denn? Das ist die Handelseinheit. Schwer zu sagen, wo der jetzt abgeblieben ist. Möglicherweise hat er sich irgendwo im Nebel des Krieges wieder versteckt. Da ist einer. Ist das der gleiche? Kann man gerade schwer sagen. Der kann ja 3 Schritte gehen, also möglicherweise ist das tatsächlich so. Eine Runde weiter. Ein japanischer Speer hier. So, sehr atmosphärische Musik, wie ich finde. Tausende haben ohne Liebe gelebt, aber niemand lebt ohne Wasser. Sehr schön. Plantagen können wir errichten mit der Bewässerung, mit dieser Technologie und eben die hängenden Gärten. Also ein Weltwunder. Und so viel kann ich schon mal verraten. Dieses Weltwunders werden wir uns annehmen. Die hängenden Gärten werden wir im späteren Verlauf des Spiels planen als Bauprojekt. Mal schauen, ob wir sie auch wirklich errichten. Hier Schwemmlandfelder hier um diesen Wüstenfluss. Und wir wählen mal eine neue Technologie aus. Segeln brauchen wir nicht. Wir haben ja kein Wasser in der Nähe, nicht wirklich. Also eher uninteressant. Astrologie, ja, für Glauben, schön. Wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Ob wir die wirklich brauchen, entscheiden wir mal später. Eine Runde weiter. Überschwemmungsebenen heißt hier das Schwemmland. Und da kommt schon wieder ein Diplomatiebildschirm. Bom dia. É uma honra conhecê-lo pessoalmente. Parece que mentes brilhantes se atraem. Niemand geringeres als Pedro II. Von Brasilien. Den kennen wir schon aus Civilization 5 und er hat sich auch hier in Civ 6 wieder eingefunden. Auch dem begegnen wir natürlich freundlich. Wir wollen noch ein paar diplomatische Höflichkeiten austauschen. Da ein Blick auf Rio de Janeiro. So, unser Wissen über den Staatsdienertum hat große Fortschritte gemacht. Also hier seht ihr diesen Text. Es ist wie gesagt eine ganz frühe Version. Da mag es auch noch mal ein paar witzige Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler geben. Weitere Heureka-Boni hier, unter anderem deswegen, weil ein Distrikt fertig geworden ist, nämlich unser Encampment. Und dieser Schleuderschütze, der soll diesen Speer hier jetzt mal aushebeln, damit er möglichst nicht beim Camp Heil ankommt, um dort Bescheid zu geben, dass die uns die Barbaren rüberschicken sollen. Eine Walressource haben wir hier entdeckt. Und noch mehr Barbaren, ganz viele Barbaren. Gehen wir mal lieber wieder zurück. So, was wollen wir denn jetzt bauen in Tenochtitlandes? Die Pyramiden stehen noch im Raum, hatten wir vorhin schon mal begonnen. Aber so richtig überzeugt hat mich das noch nicht. Wie wäre es mit den hängenden Gärten? Aber auf jeden Fall deutlich mehr Bauoptionen. Hier auf diesem Feld direkt westlich von Tenochtitlan wäre eine gute Möglichkeit. Und da bauen wir einfach mal die hängenden Gärten. Dann geht es eine Runde weiter. So, Pedro bietet uns offene Grenzen an.
für 22 Gold. Also sie wollen gerne in, durch unser Reich. Wir kriegen dafür 22 Goldmünzen. Ja, im Prinzip sage ich mal, warum denn nicht? Der ist so weit weg, bis der wirklich Truppen bei uns hat, mit denen er da bei uns eventuell Blödsinn machen könnte. Das soll uns jetzt nicht stören. Und die 22 Goldmünzen, die nehmen wir einfach mal entgegen. Da nochmal einen Blick auf. Rio de Janeiro ist ja doch etwas weiter weg. So, wir hören schon wieder ein Schlachthorn. Irgendwo wird gekämpft. Hier. Bei Manchester. Das Staatsdienertum ist fertig geworden und so wie es sich gerade angehört hat, sind dort die Barbaren auf offensichtlich die Handelskarawane losgegangen. Wir nehmen jetzt hier die Karte für zusätzliche Produktion auf antike Wunder und damit ist zumindest die Bauzeit von 14 auf, ne, das dürfte sich erst nächste Runde zeigen, ist die Bauzeit, dürfte etwas gesunken sein von den hängenden Gärten. Eine neue Ausrichtung soll gewählt werden. Und dann soll es natürlich die politische Philosophie sein. Denn wir wollen eine frühzeitige Regierungsform wählen. Wir wollen auch endlich unser erstes Weltwunder fertig kriegen, nämlich die hängenden Gärten. Außerdem ist die diplomatische Lage mit Victoria nicht gerade die allerbeste und viele Barbaren machen uns hier auch noch das Leben ein bisschen schwer. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch auch nochmal in die nächste Folge rein. Ich verspreche euch, da wird's nochmal richtig spannend. Ihr werdet Säbelrasseln hören. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.